Miltank ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet außerdem das Gegenstück zu Tauros. Miltank ist ein mittelgroßes Kuh-ähnliches Pokémon, das rosa, beige und schwarz auftritt. Kopf, Ohren, Nase, Hufe, Schwanzende und einige Flecken auf dem Rücken sind schwarz gefärbt. Der Euter, der Schwanz sowie das Innere der Ohren färben sich beige. Und schließlich ist der übrige Körper, das Gesicht und die Zitzen rosa gefärbt. Der Körper von Miltank ist von breiter Statur, was vor allem vom Euter kommt, da dieser einen Großteil des unteren Körperbereichs einnimmt. Auf dem Kopf wachsen zum einen zwei sehr kurze Hörner, die ihrerseits von den beiden etwas längeren Ohren eingerahmt werden. Das Gesicht setzt sich aus den großen Augen, der nach vorne gerichteten Schnauze sowie dem Mund zusammen. Die länglichen Augen bestehen dabei dann aus weißer Lederhaut, blauen Iriden und schwarzen Pupillen. Die kurzen, jedoch dicken Arme enden mit Händen, die Hufen ähneln. Der große Euter dominiert den Unterleib und die vier großen Zitzen sind gut zu erkennen. Hinten wächst ein relativ langer Schwanz, der ein kugelrundes Ende aufweist, und Miltank steht auf kräftigen kurzen Beinen und seine kleinen Füße erinnern ebenfalls an Hufe. In der Shiny-Form sind die rosa gefärbten Areale hellblau und die beiden Bereiche erscheinen etwas heller. Die schwarzen Bereiche sind dann in einem dunkleren Rot gehalten. Miltank greift hauptsächlich physisch an mit vielen Normalattacken wie Kopfnuss und Body Slam. Zudem nutzt es außerhalb des Normaltyps Walzer, Zen-Kopfstoß, Knuddler und Pferdestärke. Zu den verwendeten Statusattacken gehören unter anderem Milchgetränk und Charm. Eine mögliche Fähigkeit ist Speckschicht und halbiert den Basisschaden von Eis- und Feuerattacken. Die Fähigkeit Rauflust ermöglicht dem Pokémon, den Geist-Pokémon auch mit Normal- oder Kampfattacken zu treffen, die normalerweise keine Wirkung auf Geist-Pokémon haben. Und die versteckte Fähigkeit ist Vegetarier, wodurch es immun gegen Pflanzenattacken wird und sogar bei Treffern durch Pflanzenattacken Kraftpunkte regeneriert. Miltank liebt Graslandschaften und ist in freier Wildbahn zum Beispiel auf den Routen 38 und 39 in der Johto-Region anzutreffen. Aufgrund der vielen Nährstoffe stellt seine Milch das ideale Getränk für Kranke und Schwache dar. Wenn es gerade ein Junges hat, dann enthält seine Milch mehr Nährstoffe als gewöhnlich. Um Miltank zu melken, muss man ein Gespür dafür haben, wie man das Euter rhythmisch auf und ab bewegt. Miltank gibt dabei täglich 20 Liter Milch, die ist süßlich und wird von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen genossen. Menschen, die keine Milch trinken, essen dann stattdessen als Joghurt die Milch. Man sagt, dass Kinder, die Miltanks Milch trinken, zu gesunden Erwachsenen heranwachsen. Dabei hat Miltank keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln, und mit seinem Normaltypen ist es immun gegen Geistattacken und im doppelten Schaden gegen Kampfattacken. Wenn das Pokémon, wie gesagt, die versteckte Fähigkeit Vegetarier hat, wird es auch immun gegen Pflanzenattacken. Hat es diese Fähigkeit nicht, nimmt es normalen Schaden gegen Pflanzenattacken. Hat es die Fähigkeit Speckschicht, nimmt es halben Schaden gegen Feuer- und Eisattacken. Hat es diese Fähigkeit nicht, nimmt es auch gegen diese beiden Typen normalen Schaden.